Die große Pyramide von Gizeh, ein architektonisches und technisches Meisterwerk, bleibt eine der bemerkenswertesten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit und verkörpert ein Maß an Präzision und Können, das Forscher und Gelehrte auch heute noch verblüfft. Dieses Denkmal birgt in seinen Steinen Geheimnisse und Spuren moderner Technologie, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Sobald Sie sich der Pyramide nähern, können Sie diese Spuren moderner Technologie erkennen. Beispielsweise gibt es viele Basaltsteinblöcke mit vertikalen Maschinenmarkierungen. Das Vorhandensein vertikaler Linien, die sorgfältig in Basalt eingemeißelt wurden, ein Material, das in der Nähe der Pyramide nicht heimisch ist, wirft unmittelbare Fragen zu den Werkzeugen und Methoden auf, die man damals verwendete. Diese Linien, die sich von bloßen Kratzern unterscheiden, weisen ein Muster auf, das auf Sägespuren hinweist, was auf den Einsatz moderner Bearbeitungstechnologie schließen lässt, die weit über die Fähigkeiten von Bronzemeißeln oder Sägen hinausgeht, selbst wenn sie durch abrasive Materialien wie Quarzsand unterstützt werden. Bei genauerer Betrachtung des Gebiets werden weitere Beispiele entdeckt, die auf den Einsatz älterer, aber hochentwickelter Bearbeitungstechniken hinweisen. So lassen Reste von Sägeschnitten mit Durchmessern von 1/8 bis 1/4 Zoll nicht nur die Präzision, sondern auch die Möglichkeit gebogener Schnitte erkennen, was möglicherweise auf den Einsatz von Riesenkreissägen hindeutet. Diese Beweise widersprechen der traditionellen Erzählung, die den Bau der Pyramide auf einfache Werkzeuge und Handarbeit zurückführt. Vor der zweiten Pyramide finden wir in Kanälen, die von der Pyramide zur Sphinx führen, viele Überreste geschmolzenen Granits. Eine besonders auffällige Entdeckung ist ein Kalksteinblock, der durch einen Kanal aus geschmolzenem Granit verläuft, der eine lebendige Farbpalette aufweist und auf die intensive Hitze hindeutet, die er ausgesetzt gewesen sein muss. Dies wirft zusammen mit Bereichen mit verkohltem Granit und Kalkstein interessante Fragen über die Prozesse und Ereignisse auf, die zu diesen Zuständen geführt haben. Beobachtungen der ursprünglichen Außenverkleidungssteine erschweren die Geschichte zusätzlich. Der extrem enge Sitz zwischen den Steinen lässt auf ein hohes Maß an Handwerkskunst und Präzision schließen. Dies lässt sich nur schwer mit den Werkzeugen in Einklang bringen, die angeblich beim Bau der Pyramide zur Verfügung standen. Die große Pyramide und ihre beiden kleineren Pyramiden sind genau auf die gleiche Weise platziert wie die drei Sterne, die den Gürtel des Orion bilden. Das letzte Mal, dass die Pyramiden am Gürtel des Orion ausgerichtet waren, war vor etwa 10.450 Jahren. Dies deutet stark darauf hin, dass die Pyramiden mindestens 10.000 Jahre alt und wahrscheinlich viel älter sind. Vielleicht würde das erklären, warum in keiner der ägyptischen Schriften die Pyramiden oder ihre Entstehung erwähnt werden. Solche Beweise stellen die etablierte Chronologie der ägyptischen Geschichte in Frage und legen nahe, dass die große Pyramide und möglicherweise ihre Nachbarn bereits vor der dynastischen ägyptischen Zivilisation existierten. Die meisten Leute denken, dass die Pyramiden von Gizeh nur diese drei großen Pyramiden sind. Der Komplex ist jedoch mit zahlreichen kleineren Bauwerken gefüllt, darunter viele kleine Pyramiden, die noch ihre ursprünglichen Mauersteine tragen. Es gibt auch zahlreiche Schächte und Tunnel, wie den Osiris-Schacht, die darauf hindeuten, dass sich unterhalb des Gizeh-Plateaus ein riesiger unterirdischer Komplex befindet. Der Osiris-Schacht liegt 35 Meter unter der Oberfläche und führt zum sogenannten Grab des Osiris. In der Mitte einer Kammer befindet sich ein Granitsarkophag, der von einem künstlichen, mit Wasser gefüllten Kanal umgeben ist. Es stellt sich natürlich die Frage, wie eine zuverlässige Wasserquelle zum Füllen dieses Kanals sichergestellt wurde. Und außerdem, wie ist es ihnen gelungen, den Wasserstand genau auf dem richtigen Niveau zu halten? Die einzig plausible Erklärung für dieses Kunststück ist die Existenz eines fortschrittlichen, unterirdischen hydrologischen Systems aus Kammern und Tunneln in der Nähe, das speziell dafür ausgelegt ist, Wasser aus einer natürlichen Quelle zu nutzen und in den Schacht zu leiten. Das solide Grundgestein in der Gegend schließt zufällige Lecks aus und untermauert die Theorie, dass die Wasserzufuhr über einen bewusst konstruierten verborgenen Kanal erfolgt.
Die Auswirkungen eines solchen Kanals sind tiefgreifend und weisen auf ein monumentales, unterirdisches Ingenieursprojekt hin, das zu seiner Zeit seinesgleichen sucht. Der wahre Zweck dieser unterirdischen Struktur ist ein Rätsel, und es gibt weder Leitern noch eine andere Möglichkeit, dorthin hinunterzugehen. Wie gelang es ihnen also, massive Granitsarkophage mit einem Gewicht von jeweils bis zu 40 Tonnen im Inneren des Bauwerks unterzubringen? Darüber hinaus bedeutete die Entscheidung, diese massiven Granitkästen unter die Erde zu bringen, anstatt sie direkt in das Grundgestein zu hauen, dass diesen Objekten oder dem Material, aus dem sie hergestellt waren, ein bestimmter Zweck zugewiesen wurde. Allerdings gab es einen Sarkophag, der nicht aus Granit bestand. Er wurde aus Dazit hergestellt, einem Material, das in der Geschichte des alten Ägypten für keinen anderen bekannten Gegenstand verwendet wurde. Darüber hinaus ist dieses Material nirgendwo in Afrika zu finden. Das bedeutet, dass diejenigen, die den Schacht gebaut haben, den riesigen, 40 Tonnen schweren Dazit-Sarkophag über weite Strecken transportiert haben, möglicherweise von der anderen Seite des Mittelmeers. Die Anwendung moderner Datierungstechniken hat ergeben, dass der Schacht höchstwahrscheinlich mindestens 5000 Jahre alt ist, was die Zeitlinie dieser Stätte in die Zeit vor der Dynastie zurückversetzt. Das Serapeum von Saqqara ist eine altägyptische Nekropole in der Nähe von Kairo, die für ihre Ansammlung massiver Granitkästen bekannt ist, vermutlich Sarkophage. Diese mit erstaunlicher Präzision gefertigten Kisten haben erhebliche Debatten über ihre Entstehung ausgelöst. Diese außergewöhnliche Handwerkskunst dieser Granitkästen lässt auf den Einsatz fortschrittlicher Technologie schließen, die weit über das hinausgeht, was traditionell den alten Ägyptern zugeschrieben wird. Jede Kiste im Serapeum von Saqqara ist aus einem einzigen Stück Granit gehauen, einem Material, das für seine extreme Härte bekannt ist. Die Kisten sind riesig, einige wiegen inklusive Deckel und Boden bis zu 70 Tonnen. Das bedeutet, dass die Blöcke, aus denen sie geschnitzt wurden, rund 200 Tonnen wogen. Die Präzision, mit der diese Boxen hergestellt wurden, ist bemerkenswert. Ihre Ecken sind perfekt quadratisch und die flachen Oberflächen sind außerordentlich glatt, mit einer Genauigkeit, die mit modernen Bearbeitungsmöglichkeiten mithalten kann. Dieses Maß an Präzision, das vor mehreren Jahrtausend erreicht wurde, ist erstaunlich und hat zu der Spekulation geführt, dass die alten Ägypter Zugang zu moderner Technologie hatten, die möglicherweise im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Eines der auffälligsten Merkmale dieser Boxen sind ihre Innenflächen, die ebenso präzise und glatt sind wie die Außenflächen. Eine solche Genauigkeit im Inneren einer Steinkiste zu erreichen, scheint insbesondere mit den damals zur Verfügung stehenden Werkzeugen unmöglich. Die Wände der Kisten weisen eine gleichmäßige Dicke auf, was den Einsatz hochentwickelter Mess- und Schneidegeräte nahelegt. Dieses Maß an Einheitlichkeit und Präzision in der Steinverarbeitung ist bei anderen antiken ägyptischen Artefakten selten zu finden, was Fragen zu der Technologie und den Methoden aufwirft, die bei ihrer Herstellung verwendet wurden. Darüber hinaus hätte das Aushöhlen dieser massiven Granitblöcke ein umfassendes Verständnis und eine umfassende Beherrschung der Steinmetztechniken erfordert. Die herkömmlichen Werkzeuge der alten Ägypter, die hauptsächlich aus Kupfer bestanden, wären für die Formung solch harten Steins mit der beobachteten Präzision unzureichend gewesen. Diese Diskrepanz hat zu Theorien geführt, die darauf hindeuten, dass die Erbauer des Serapeums über fortgeschrittenes technologisches Wissen verfügten, zu dem möglicherweise Hochgeschwindigkeitsbohrer, diamantbestückte Schneidwerkzeuge oder andere hochentwickelte Maschinen gehörten. Ein weiterer Aspekt, der Forscher fasziniert, ist der Zweck dieser Boxen. Traditionell wird angenommen, dass es sich dabei um Sarkophage für die Bestattung heiliger Apis-Stiere handelt. Diese Erklärung wurde aufgrund der aufwendigen und präzisen Konstruktion der Kisten in Frage gestellt, die für bloße Bestattungszwecke übertrieben erscheint. Einige Theoretiker vermuten, dass diese Kisten für Zwecke verwendet wurden, die genaue Abmessungen und glatte Oberflächen erforderten, möglicherweise im Zusammenhang mit einer Form der Energiemanipulation oder einem wissenschaftlichen Prozess,
der der modernen Wissenschaft unbekannt ist. Darüber hinaus verfügen die Granitboxen auch über akustische Eigenschaften. Der Transport und die Platzierung dieser riesigen Kisten sind ebenfalls ein Wunder. Die unterirdischen Tunnel des Serapeums sind eng und gewunden, was die Bewegung solch großer Objekte zu einer logistischen Herausforderung macht. Und warum gibt es im Serapeum von Saqqara nirgendwo Anzeichen von Fackeln, wie etwa Brandflecken? Welche Art von Beleuchtung verwendeten sie, um diese unterirdischen Räume zu beleuchten? Im Gegensatz zu diesen Theorien führt die Mainstream-Archäologie die Präzision und Handwerkskunst der Granitkästen auf das Können und die Geduld damaliger Handwerker zurück, die über Generationen hinweg ihre Steinbearbeitungstechniken perfektionierten. Kritiker der Theorie der fortgeschrittenen Technologie argumentieren, dass es keine direkten archäologischen Beweise dafür gibt, dass im alten Ägypten Maschinen oder Werkzeuge existierten, die hochentwickelt genug waren, um diese Kisten herzustellen. Um in der damaligen Zeit eine solche Präzision zu erreichen, waren nicht nur moderne Werkzeuge, sondern auch ein ausgeprägtes Verständnis von Technik und Geometrie erforderlich. Die Größe und Präzision der Kisten im Serapeum werden in keinem modernen Granitsteinbruch nachgebildet, was darauf hindeutet, dass die alten Ägypter oder vielleicht eine bereits existierende Zivilisation davor Zugang zu Technologie und Wissen hatten, die noch nicht vollständig verstanden sind. Doch zurück zur großen Pyramide von Gizeh. Den Messungen zufolge ist die große Pyramide das am genauesten ausgerichtete Bauwerk, das es gibt, und ist mit nur 3/60 Grad Abweichung nach Norden ausgerichtet. Die Position des Nordpols verändert sich im Laufe der Zeit und die Pyramide war einst exakt ausgerichtet. Noch unglaublicher ist, dass sich die große Pyramide im Zentrum der Landmasse der Erde befindet. Der Ost-West-Breitengrad, der das meiste Land durchquert, und der Nord-Süd-Meridian, der ebenfalls das meiste Land durchquert, schneiden sich an zwei Orten auf der Erde, einem im Ozean und dem anderen an der großen Pyramide. Diese Ausrichtung wurde ohne Kompass erreicht, der erst tausende Jahre später erfunden wurde. Eine solche Präzision deutet auf ein tiefgreifendes Verständnis der Astronomie und möglicherweise auf den Einsatz von Sternsichtungen oder anderen Methoden hin, um Himmelsrichtungen mit erstaunlicher Genauigkeit zu bestimmen. Die Erbauer der Pyramiden verfügten über so detaillierte Kenntnisse der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen, dass am Tag der Frühlingstag- und Nachtgleiche die Sonne direkt über der großen Pyramide scheint und die Pyramide in diesen wenigen Momenten keinen Schatten wirft. Ein weiteres interessantes Merkmal sind die akustischen Qualitäten innerhalb der Pyramide, insbesondere innerhalb der Königskammer. Die Kammer besteht aus riesigen Granitblöcken, einem Material, das für seine Dichte und seine schallreflektierenden Eigenschaften bekannt ist. Wenn in dieser Kammer Lautäußerungen oder Geräusche erzeugt werden, schwingen sie mit und erzeugen einen kraftvollen und nachhallenden akustischen Effekt. Diese Resonanz verstärkt nicht nur den Klang. Sie scheint ihm auch eine Qualität zu verleihen, die sowohl tiefgreifend als auch dauerhaft ist. Hören Sie sich diese akustischen Demonstrationen aus Brian Forsters Video an, in dem er mit Yusuf Aiwan, einem Experten für akustische Resonanz, die Königskammer untersucht. Der Klang kann viel länger in der Luft verweilen, als man erwarten würde, was Forscher zu der Annahme veranlasst, dass die Architekten der Pyramide diese akustischen Merkmale möglicherweise absichtlich integriert haben.
Die spezifischen Abmessungen und Materialien, die für die Königskammer und möglicherweise auch für andere Teile der Pyramide ausgewählt wurden, könnten sorgfältig ausgewählt worden sein, um eine bestimmte Resonanzfrequenz zu erreichen. Dies deutet auf einen weit fortgeschrittenen Grad an Wissen und Absicht bei der Verwendung von Schall hin, was auf die praktische Bedeutung der Akustik bei der Gestaltung der Pyramide hinweist. Eine der erstaunlichsten Theorien überhaupt entstand in den 1960er Jahren dank eines Mannes namens Edward Conkel. Im Jahr 1962 veröffentlichte Conkel ein Buch mit dem Titel Pharaoh's Pump, das die Welt der Ägyptologie aufrüttelte. Darin argumentierte er, dass die Gänge und Kammern in und unter der großen Pyramide die Leitungen und Reservoir einer riesigen Wasserpumpe seien, die dazu verwendet worden wäre, Wasser in die Wüste zu befördern, um das Land zu bewässern. Laut Conkel enthielt die Pyramide tatsächlich zwei Pumpen, eine unter der Erde, dargestellt durch die geheimnisvolle unterirdische Kammer der Pyramide, und die andere oberirdisch, in der mittleren und oberen Kammer. Zusammen würden sie zwei Bäche bilden, die durch Schächte an der Nord- und Südseite aus der Pyramide austreten würden. Es überrascht nicht, dass Conkels Arbeit große Skepsis hervorrief. Nicht nur bei Ägyptologen, die die Theorie völlig ablehnten, sondern auch bei Ingenieuren, die darauf hinwiesen, dass Conkels Entwurf die Erzeugung eines Vakuums, einer Reihe von Ventilen und einer Art brennbarem Kraftstoff sowie einer Brennkammer zum Antrieb der Pumpe erfordert hätte. Da viele Ingenieure jedoch nicht an die gleichen Einschränkungen wie die etablierte Ägyptologie gebunden waren, begannen sie, sich Conkels Arbeit genauer anzusehen und stellten fest, dass sie nicht völlig unbegründet war. Während Conkels Zwei-Pumpen-Design wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, stellten einige Ingenieure fest, dass eine Kolbenpumpe tatsächlich sinnvoll sein könnte. Eine Staupumpe ist ein einfaches Gerät, das seit Jahrhunderten verwendet wird, um Wasser mithilfe zwei beweglicher Teile und der Schwerkraft aus einem Reservoir an einen anderen Ort zu befördern. Konnten die Erbauer der großen Pyramide wirklich eine so gewaltige Staupumpe gebaut haben? Als sich die Möglichkeit ergab, griffen andere Forscher und Gelehrte die Idee auf und entwarfen einen theoretischen Aufbau, bei dem die große Pyramide mit Wasser aus dem westlichen Nil und dem nahegelegenen Mürrissee gespeist wurde, die beide höher gelegen waren und somit die perfekten Quellen darstellten für ein schwerkraftgespeistes Wassersystem auf dem Gizeh-Plateau. Einige glaubten sogar, dass die Stützmauer, von der bekannt ist, dass sie einst den Pyramidenkomplex umgab, ein Damm für das Reservoir vor Ort gewesen sein könnte. Als immer mehr Menschen zu der Überzeugung kamen, dass die große Pyramide tatsächlich eine riesige antike Wasserpumpe gewesen sein könnte, stützten sie sich auf ein einfaches, übergreifendes Argument: die Wirtschaftlichkeit. Bedenken Sie, die große Pyramide besteht aus 2,3 Millionen Blöcken mit einem Gewicht zwischen 25 und 80 Tonnen. Das heißt, wenn Arbeiter 12 Blöcke pro Stunde 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bewegt und verlegt hätten, hätte der Bau 20 Jahre gedauert. Darüber hinaus wurde geschätzt, dass die Errichtung der Pyramide, angepasst an moderne Dollarwerte, mehr als 5 Milliarden US-Dollar gekostet hätte. Warum also all die Mühe und all diese Kosten nur für ein Grab auf sich nehmen? Natürlich hätten ägyptische Pharaonen mehr Spielraum als moderne, demokratisch gewählte Autoritäten, aber sie waren nicht völlig unabhängig von den Realitäten der Finanzen und Wirtschaft. Wäre es nicht sinnvoller, sich so viel Mühe zu geben, um etwas zu produzieren, das eine höhere Kapitalrendite bringt, wie zum Beispiel eine Wasserpumpe, die es ihnen ermöglichen würde, ihre Zivilisation zu bewässern und ihr Volk zu ernähren? Hier müssen wir einen Schritt zurücktreten, um auf den Punkt zu kommen. Wenn die große Pyramide wirklich eine riesige Wasserpumpe war, dann muss sie das Wasser irgendwo hingepumpt haben. Hier haben einige die Zusammenhänge geklärt und sind zur geheimnisvollen Grube Zayed al-Aryan zurückgekehrt. Sie glauben, dass es sich bei dem Standort nicht um eine unvollendete Pyramide handelte, sondern um einen Abflussort für das von der großen Pyramide gepumpte Wasser, die riesige Grube, die als Reservoir für das von unten eingepumpte Wasser gedacht war.
Die mysteriöse Stätte Sayed al-Aryan, die zwischen dem Gizeh-Plateau und Abu Sir liegt, war Gegenstand erheblicher Intrigen und Spekulationen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die ägyptische Regierung den Zugang zu dieser Stätte einschränkte und sie vollständig vergrub und jegliche archäologische Untersuchung verweigerte. Die einzigen Informationen, die wir über diese unglaubliche Stätte haben, stammen vom Ägyptologen Alessandro Barsanti, der die Stätte im frühen 20. Jahrhundert untersuchte, bevor der Zugang völlig eingeschränkt wurde. Der Grad der architektonischen Raffinesse, der in Sayed al-Aryan erkennbar ist, hat zu Theorien geführt, die darauf hindeuten, dass es möglicherweise von einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation erbaut wurde, möglicherweise vor der konventionellen Zeitachse der altägyptischen Geschichte. Die Hauptstruktur von Sayed al-Aryan wird oft als die unvollendete Pyramide bezeichnet. Sie besteht aus einer quadratischen Basis, die auf jeder Seite etwa 200 Meter misst, mit einem tiefen, T-förmigen zentralen Schaft, der in das Grundgestein gehauen ist. Dieser Schacht, der etwa 30 Meter unter der Erdoberfläche liegt, ist angesichts der Härte des Grundgesteins und der für den Aushub eines solchen Bauwerks erforderlichen Präzision ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Die Präzision und der Umfang dieser Ausgrabung werfen erhebliche Fragen zu den Werkzeugen und Technologien auf, die den alten Ägyptern zur Verfügung standen. Das herkömmliche Verständnis ägyptischer Werkzeuge, die hauptsächlich aus Kupfer- und Steinwerkzeugen bestehen, scheint für die Durchführung eines solchen ehrgeizigen und präzisen Projekts unzureichend zu sein. Theorien, die darauf hindeuten, dass Sayed al-Aryan von einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation erbaut wurde, werden durch mehrere Faktoren gestützt. Erstens ist die Präzision der Aushubarbeiten außergewöhnlich, da die Wände des Schachts nahezu perfekt vertikal und glatt sind. Dieses Maß an Präzision lässt auf den Einsatz moderner Vermessungsausrüstung und Schneidwerkzeuge schließen und deutet möglicherweise auf ein Maß an technologischer Raffinesse hin, das in der Geschichte des alten Ägypten noch nicht bekannt war. Das Argument wird außerdem durch das Fehlen jeglicher Hieroglyphen oder Inschriften an der Stätte gestützt, was für ägyptische Monumentalbauten ungewöhnlich ist und den Zweck der Pyramide und die Identität ihrer Erbauer im Dunkeln lässt. Das Seltsame an der Stätte war, dass die Grube absichtlich mit einer verworrenen Masse aus schweren Kalksteinblöcken gefüllt war, was auf einen bewussten Versuch hindeutete, alles, was sich darunter befand, zu verbergen oder zu schützen. Nach der Ausgrabung der Kalksteinblöcke, mit denen die Stätte begraben war, fanden Barsanti und sein Team ein massives Fundament aus rosafarbenen Granitblöcken, das sich von den zuvor freigelegten Kalksteinblöcken unterschied. Einer dieser Blöcke war riesig und wog 30 Tonnen. Die Entdeckung dieses Granitblocks sowie die späteren Funde weiterer Granitblöcke und eines riesigen 30 Tonnen schweren rosafarbenen Granitblocks, der das Fundament einer Art Pflaster bildete, ließen Barsanti glauben, dass er den Eingang zu einer unterirdischen Welt gefunden hatte, die möglicherweise mit unermesslichen Schätzen oder bedeutenden historischen Artefakten gefüllt war. Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen am Standort Sayed al-Aryan war ein großer ovaler Bottich aus rosafarbenem Granit, der wie ein Spiegel poliert und aufwendig aus einem der Pflastersteine herausgearbeitet wurde. Der Schutz des Bottichs durch eine Kalkschicht und ein dickes Bett aus gut verteiltem Ton lässt darauf schließen, dass er von großer Bedeutung war und möglicherweise etwas Wertvolles oder Bedeutendes enthielt. Die Seitenwände des Bottichs waren mit einem schwarzen Band ausgekleidet, möglicherweise der Rest einer Flüssigkeit, der auf die Verwendung in einem einzigartigen und unbekannten Prozess hinwies. Das Design des Bottichs und die offensichtlichen Bemühungen, seine Integrität zu bewahren, lassen darauf schließen, dass es sich um einen integralen Bestandteil eines hochentwickelten Prozesses handelte, der möglicherweise mit der Energieerzeugung oder Speicherung zusammenhängt. Während der Ausgrabungen der Stätte durch Barsanti und sein Team im Jahr 1905 wurde Ägypten und die Grube von Sayed al-Aryan von einem gewaltigen Sturm heimgesucht. Die sintflutartigen Regenfälle füllten die Grube mit über 3 Meter hohem Wasser. Unglaublicherweise sank der Wasserstand in der Grube wenige Stunden nach dem Sturm abrupt.
Sicherlich, so behauptete Barsanti, müsse dies daran liegen, dass das Wasser in eine Art unterirdische Kammer versickerte, in die verborgenen Gemächer, von denen er glaubte, dass sie unter der Grube darauf warteten, gefunden zu werden. Angesichts des Gewichts der Blöcke, des zementartigen Mörtels und des ineinandergreifenden Musters war die Arbeit die schwierigste, die sein Team jemals unternommen hatte. Aber für Barsanti bewies dies nur seinen Standpunkt. Sicherlich hatte der Erbauer des Geländes große Anstrengungen unternommen, um die Bodenblöcke unbeweglich zu machen, denn sie sollten ein Versteck verbergen, etwas äußerst Wichtiges. Leider war die Arbeit so schwierig, dass Barsanti wiederum das Geld ausging, bevor er das Rätsel lösen konnte. Dann brach der Erste Weltkrieg aus. Die Standorte in Ägypten wurden für weitere Erkundungen geschlossen. Im Jahr 1917 starb Barsanti unerwartet im Alter von 59 Jahren. Anstatt Barsantis Arbeit fortzusetzen, vergaßen die Ägyptologen einfach die Stätte und ließen das Geheimnis dessen, was sich darunter verbarg, ungelöst. Die plötzliche Zugangsbeschränkung zur Sayed al-Aryan-Stätte durch die ägyptische Regierung in den 1960er Jahren, gerade als das Interesse an ihren Geheimnissen wieder erwachte, vertieft das Rätsel nur. Über dem Gelände steht jetzt ein Militärstützpunkt, den niemand betreten kann. Auch wenn ein endgültiger Beweis noch aussteht, deuten die architektonischen Komplexitäten und ungeklärten Merkmale des Standorts Sayed al-Aryan sowie seine Nähe zur großen Pyramide darauf hin, dass er Teil eines modernen technologischen Systems zur Energieerzeugung und Verteilung im alten Ägypten gewesen sein könnte. Es könnte tatsächlich weit über das Pumpen von Wasser zur Bewässerung hinausgehen. Anfang 1999 stöberte ein Schiffsingenieur namens John Catman in den Regalen eines Antiquariats, als er zufällig auf ein altes, verstaubtes Exemplar eines höchst ungewöhnlichen Buches stieß: Pharaoh's Pump. Als Experte für Hydraulik war Catman von dem Buch fasziniert, also kaufte er es und nahm es mit nach Hause. Als er anfing, es genauer zu lesen, wurde ihm schnell klar, dass Kankels Idee gar nicht so lächerlich war, wie er zunächst angenommen hatte. Catman wollte mehr wissen und begann, alles über die große Pyramide herauszufinden, was er konnte. Fast sofort war er von dem, was er entdeckte, fasziniert. Die unterirdische Kammer der großen Pyramide sah, wie er erkannte, auf unheimliche Weise wie die Anordnung einer Staupumpe aus. Er ging bei seinen Nachforschungen weiter und stellte anhand von Fotos fest, dass die unterirdische Kammer offensichtliche Anzeichen von Wasserschäden aufwies, insbesondere an der Decke, wo Anzeichen von Kavitation, die durch Gasblasen im Wasser aufgrund heftiger Aufwirbelung verursacht wird, deutlich zu erkennen waren, sowie Schäden durch auftretende Druckwellen. Mit anderen Worten, es war nicht nur so, dass die unterirdische Kammer als Wasserpumpe fungieren konnte, sondern nach Catmans geschultem Blick hatte sie auch als solche funktioniert. An diesem Punkt wusste Catman, was er tun musste. Er musste auf seine jahrelange Erfahrung mit Hydraulik zurückgreifen und ein eigenes maßstabsgetreues Modell der Pyramide und ihrer unterirdischen Kammer erstellen, um zu sehen, ob sie wirklich als Wasserpumpe funktionieren würde. Er baute sein erstes Modell, indem er einen nahegelegenen Fluss als Reservoir nutzte. Leider funktionierte das Modell nicht. Erst leckte es, dann brach es und es konnte nicht wie erhofft Wasser gepumpt werden. Doch so schnell würde Catman nicht aufgeben. Er baute ein weiteres Modell, dann noch eins. Und beide erlitten das gleiche Schicksal wie das erste. Aber bei seinem vierten Versuch machte er alles richtig. Und zu Catmans großer Freude funktionierte seine Pumpe. Dies bewies für Catman zweifelsfrei, dass die große Pyramide als riesige Wasserpumpe hätte fungieren können und dass dies sicherlich kein Zufall war. Es sei klar, behauptete er, dass die Schöpfer der unterirdischen Kammer und der großen Pyramide genau gewusst hatten, was sie taten. Dies war der Durchbruch, auf den die Anhänger von Edward Kankels Originalwerk gewartet hatten. Der greifbare Beweis dafür, dass die Pyramidenwasserpumpe mehr als nur Spekulation war. Doch als Catman seine Forschung fortsetzte, wurden die Ergebnisse noch verblüffender und gingen tatsächlich weit über das bloße Pumpen von Wasser hinaus. Nachdem Catman bewiesen hatte, dass die unterirdische Kammer der großen Pyramide als Wasserpumpe fungieren könnte,
baute er ein neues, größeres Modell und umhüllte es mit Beton, um die Auswirkungen der unter der Erde arbeitenden Pumpe zu simulieren. Er brachte das Modell, das über 500 Pfund wog, zu einem saisonalen Bach mit einem Teich, der als Reservoir diente. Als dieses Modell zu funktionieren begann, bemerkte Catman sofort etwas, das ihn schockierte. Die in Beton eingeschlossene Pumpe erzeugte eine vertikale Kompressionswelle, einen wiederkehrenden herzschlagähnlichen Schlag, der in 6 Meter Entfernung im Boden zu spüren und in mehr als 30 Meter Entfernung zu hören war. Catman erkannte, dass das, was er konstruiert hatte, weit über eine reine Wasserpumpe hinausging. Aufgrund der starken Wellen, die es erzeugte, nannte Catman das Gerät Impulsgenerator. Das hat wirklich alles verändert. Wenn die unterirdische Kammer der großen Pyramide Pulswellen erzeugt hätte, hätten sich diese Wellen durch die oberen Kammer und Durchgänge der Pyramide aus Granit bewegt und aufgrund der reflektierenden Eigenschaften des Granits eine Ionisierung in der Atmosphäre erzeugt, wodurch tatsächlich ein elektrisches Feld erzeugt worden wäre. Einfacher ausgedrückt, hätten die von der unterirdischen Pumpe erzeugten Impulse mit dem Granit der Pyramide interagiert und Strom erzeugt. Es schien, dass Catman nicht nur bewiesen hatte, dass die große Pyramide als Wasserpumpe fungieren konnte, um Wasser zur Bewässerung durch Ägypten zu transportieren, sondern dass sie in der Antike tatsächlich auch Elektrizität erzeugen konnte. Natürlich wissen diejenigen, die diesem Kanal folgen, dass die Idee der großen Pyramide als Stromgenerator nicht von John Catman stammt. Tatsächlich tauchte sie bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Werk des berühmten Erfinders Nikola Tesla auf. Aber während viele von Ihnen die Arbeit von Tesla bereits kennen, sind Sie sich vielleicht seiner Besessenheit vom alten Ägypten und insbesondere den Pyramiden, die er eingehend studierte, über die er schrieb und die er in seine Arbeit einbezog, nicht bewusst. Bedenken Sie, dass Tesla 1905 ein Patent mit dem Titel »Kunst der Übertragung elektrischer Energie durch ein natürliches Medium« angemeldet hat, das den Entwurf für etwas namens Teslas elektromagnetische Pyramide enthielt. Er ergänzte sein Genie mit dem, was er über das alte Ägypten gelernt hatte, und hatte die Idee, mithilfe einer riesigen Pyramidenstruktur Energie in den Himmel zu projizieren, wo sie dann von einzelnen Rezeptoren auf der ganzen Welt genutzt werden konnte. Interessanterweise baute Tesla tatsächlich ein Modell seiner elektromagnetischen Pyramide namens Wardenclyffe Tower, eine 56 Meter hohe Struktur mit einer 55 Tonnen schweren Kuppel aus leitfähigem Metall. Bevor er schlüssig beweisen konnte, dass sein Modell Energie erzeugen kann, verlor Tesla leider seine Finanzierung und das Projekt wurde aufgegeben. Und obwohl Teslas Arbeit an elektromagnetischen Pyramiden verschwand, verschwand die Idee nicht. Dank Tesla begannen viele, die große Pyramide mit neuen Augen zu betrachten und insbesondere ihren ursprünglichen Aufbau, bedeckt mit weißen Tuffsteinblöcken, die für ihre unvergleichlichen Isoliereigenschaften bekannt sind. Ihre Tunnel und Kammern darunter sind mit Granit ausgekleidet, ein gut bekannter elektrischer Leiter. Dies wäre einfach die perfekte Anordnung gewesen, wenn die Absicht darin bestanden hätte, Strom zu erzeugen und zu nutzen. Kleine Granitkanäle mit elektrischer Leitfähigkeit, die von einer Isolierung umgeben sind, ähnlich den mit Gummi ummantelten Kupferdrähten in modernen elektronischen Geräten. Darüber hinaus ist bekannt, dass die große Pyramide ursprünglich mit einem Deckstein aus Gold, einem der elektrisch leitfähigsten Materialien der Erde, gekrönt war, ähnlich wie Teslas Wardenclyffe Tower mit einer 55 Tonnen schweren Metallkugel gekrönt war. Mit anderen Worten, wenn die große Pyramide für Elektrizität konzipiert wäre, hätten ihre Erbauer es nicht besser machen können. Und wenn nicht, dann wären sie durch einen historischen Zufall auf den perfekten Entwurf gestoßen. Um das Geheimnis noch größer zu machen, wurde 1993 ein mysteriöser und unzugänglicher Raum entdeckt, der tausende von Jahren verborgen geblieben war. Dieser Raum schien von den Ingenieuren des Bauwerks absichtlich verborgen zu sein und wurde später Kammer der Königin genannt. 2011 wurde er schließlich mit einer kleinen Fernkamera erkundet, um etwas sehr Seltsames zu entdecken. Er enthielt sorgfältig gefertigten Kupferdraht und was noch wichtiger war, auf den Boden waren Anweisungen als Symbole gemalt,
die einen klaren Schaltplan zu zeigen schienen. Wenn sie elektrischen Strom durch einen Kupferdraht leiten, erzeugt die Spule ein Magnetfeld mit kurzer Reichweite. Fügen sie eine zweite Spule hinzu, wird die Energie von einer Spule auf die andere übertragen. Ein fensterloser Raum mit Kupferleitungen könnte an einer Wand ein höheres Potenzial erzeugen, das Energie auf das niedrigere Potenzial überträgt und dadurch elektromagnetische Energie in den engen Raum der sogenannten Königinnenkammer freisetzt. Tatsächlich war der Beweis dafür so eindrucksvoll, dass sich die Idee bis in die Neuzeit weiterentwickelte. Christopher Dunn ist ein Maschinenbauingenieur, der seit mehr als einem halben Jahrhundert auf höchstem Niveau in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig ist. In den 1970er Jahren begann Dunn, sich für die Geheimnisse der großen Pyramide von Gizeh zu interessieren. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie begann er in seiner Freizeit, die große Pyramide aus maschinenbautechnischer Sicht zu erforschen. Langsam aber sicher kam er zu der Überzeugung, dass hinter der Pyramide mehr steckte, als es schien. In seinen Worten: "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei einer solchen Investition an Ressourcen und der extremen Präzision, die in das Gebäude eingearbeitet wurde, um ein Gebäude handelte, das wie eine Maschine funktionierte und dass die Maschine dazu diente, Energie aus der Erde zu nutzen. Ich wurde inspiriert zu erforschen und herauszufinden, wie diese Maschine funktionierte." Mehr als 20 Jahre lang führte er diese Forschung durch, wurde zu einem prominenten Experten auf diesem Gebiet, veröffentlichte Dutzende Artikel und trat als vertrauenswürdige Stimme im Mainstream-Fernsehen auf. They were tuned to vibrate with the frequencies of the earth and they converted the energies of the earth into electromagnetic energy. 1998, ein Jahr vor John Cadmans legendären Experimenten, die die elektrische Kapazität der großen Pyramide bewiesen, veröffentlichte Dunn schließlich sein bahnbrechendes Werk. Das Buch mit dem Titel The Gizeh Power Plant beschrieb akribisch ein System, in dem die große Pyramide seismische Energie aus der Erde bezog und in der Königskammer mithilfe von Wasserstoff, der durch eine chemische Reaktion in der Königskammer erzeugt wurde, Strom erzeugte. Dunns Arbeit war so bahnbrechend, dass sie Forscher auf der ganzen Welt dazu inspirierte, seinem Beispiel zu folgen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird die Forschung fortgesetzt und erweitert, wobei sie von Jahr zu Jahr erstaunlicher wird. Tatsächlich nehmen die Wissenschaft und insbesondere die Mainstream-Wissenschaft die Idee der großen Pyramide als Stromgenerator mehr denn je ernst. 2018 wurde eine Studie im renommierten Journal of Applied Physics veröffentlicht, die die Reaktion der großen Pyramide auf Radiowellen untersuchte und zu dem Schluss kam, dass die Pyramide tatsächlich elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern sowie unter ihrer Basis konzentrieren konnte, was die Forschungen von Cadman und die Ideen von Tesla zu bestätigen schien. Dann im Jahr 2019 veröffentlichten die Ägyptologen James Brown und JJ und Desiree Hertug ein neues Buch mit dem Titel Gizeh's Industrial Complex, das auf der Arbeit von Dunn aufbaute und darauf hinwies, dass das gesamte Gizeh-Plateau als Energieerzeugungssystem fungierte. Den Autoren zufolge waren die Strukturen rund um und unter dem Plateau so konzipiert, dass sie einen ausgeklügelten Prozess der Wasserspaltung in Gang setzten, der die Nutzung von Wasserstoff als Brennstoffquelle ermöglichen würde. In dem Buch heißt es: "Es gibt gute Beweise dafür, dass die große Pyramide eine gigantische Wasseraufbereitungsanlage zur Erzeugung von elektrifiziertem Wasser war." Es zeigt, wie weit die Idee der großen Pyramide als Stromgenerator fortgeschritten ist. Denn das Buch und die Idee wurden nicht sofort als lächerlich abgetan. Das Buch wurde nicht verspottet, sondern mit Preisen ausgezeichnet, darunter dem prestigeträchtigen New York City Big Book Award. Auch hier hält die Mainstream-Wissenschaft die Möglichkeit der großen Pyramide als Stromgenerator mehr denn je für durchaus möglich. Wenn man über die Größe der antiken Bauwerke Ägyptens und die damit verbundenen hochentwickelten Technologien nachdenkt, kommt eine überzeugende Theorie zum Vorschein. Diese Wunder sind nicht nur die Errungenschaften der historisch bekannten ägyptischen Dynastien, sondern vielmehr die Überreste
einer weitaus fortgeschritteneren antiken Zivilisation. Diese Zivilisation, die schon vor der aufgezeichneten Geschichte existierte, könnte eine Fülle von Wissen und technologischen Fähigkeiten weitergegeben haben und damit den Grundstein gelegt haben, auf dem die späteren Ägypter aufbauten und gediehen. Solche Errungenschaften veranlassen uns, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es sich nicht um die ersten Experimente einer aufstrebenden Zivilisation handelte, sondern vielmehr um das Erbe einer Vorgängerzivilisation, deren Wissen und Errungenschaften monumental genug waren, um Generationen noch lange nach ihrem Verschwinden zu beeinflussen. Diese Theorie schmälert nicht die Errungenschaften der Dynastie der Ägypter, sondern unterstreicht vielmehr die Kontinuität menschlicher Errungenschaften und das Potenzial für Zivilisationen, auf dem Erbe ihrer Vorgänger aufzubauen. Dies deutet darauf hin, dass die alten Ägypter Erben einer reichen und anspruchsvollen Hinterlassenschaft waren, die sie adaptierten und bewahrten.